Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy droht Katalonien. Die Zwangsverwaltung wird verlängert, sollte das Regionalparlament in Barcelona den nach Brüssel geflohenen Ex-Regierungschef Carles Puigdemont wieder zu seinem Präsidenten machen. Rajoy sagte, Puigdemont müsse körperlich anwesend sein, um das Amt zu übernehmen. Sollte Herr Puigdemont an einer Amtseinführung von Brüssel aus teilnehmen, würde die Regierung sofort gegen diese absurde Entscheidung Einspruch erheben. Die spanische Zentralregierung wirft dem abgesetzten Regionalpräsidenten Puigdemont Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Dieser floh im Oktober nach Belgien, um einer Festnahme zu entgehen. An diesem Mittwoch tritt das katalanische Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.